Lauf. Ne. Es war gerollt. Daumen, 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 Daumen. Das war daneben gesprungen. Komm schon, Talana. Ich weiß, es ist anstrengend, so viel zu zaubern und es ist doof, keine Zauber mehr im Repertoire zu haben. Aber jetzt spring. Gut. Testen. Jo. Und Titanite Chunk. Sehr gut. Und nochmal ein Petrified Dragonbone. Was für Drachenwaffen ist, wovon wir höchstwahrscheinlich noch keinen haben. So, also hier, wenn man hochkommt zur linken. Die Ruine hier sieht aus, wenn noch was drin sein könnte, aber ich wüsste nicht, wie wir da hinkommen. Da geht's tief runter. Da! Okay. Das heißt, bemerken wir uns hier oben, wo das riesenversteinernde Glubschviech war. Da geht es rechts noch weiter. Also hier die Richtung. Wo der da ist. Da hinten ist Loot, da ist eine komische Mulde. Und da hinten ist noch eine Ruine. Aber da kommen wir jetzt erstmal noch nicht hin. Was wir allerdings machen können. Also wir kommen nicht hin, weil wir nicht noch Zauber über haben. Und was wir machen können, ist kurz neue Zauber holen. Ja. Zing. Hier raus. Und dann können wir hier irgendwo runterspringen. Also da weiß ich nicht, ob wir raufkommen. Aber hier irgendwo runterspringen. Hier. Ja. Oh, da hinten ist... Was? Ich glaube, der ist versteinert. Nein. Mist. Das heißt, wir hätten ihn zuerst entsteinern sollen. Nein, dann wären wir gar nicht erst hierher gekommen. Okay. Ich dachte schon, ich hätte irgendeinen Fehler gemacht. Du spring mal geradeaus da durch. Oder so. Ganz knapp. Und wir kommen nicht an dir vorbei, richtig? Richtig. Sowas finde ich absolut Grütze. Weil man kann einfach über ihn rüberklettern. Sowas mag ich echt nicht. Vision der Sinnlosigkeit. Oh, hallo. Ich glaube, wir haben gerade deine Mami umgebracht. Tut mir leid. Twilight Herb ist immer gut. Seelen sind auch immer gut. Und sonst ist hier oben nichts. Anscheinend. Da unten ist der Nebelwald. Ja. Gut. Also wir müssen erstmal noch ein Entsteinerungskraut finden. Also diesen Ast. Und dann können wir hier was machen. Oh, Kiste. Ding. Sein Zauberstab, sein Zauberstab, sein Zauberstab, sein Zauberstab, sein Zauberstab. Eine helle Bart. Es ist stabähnlich. Aber da ist doch ein dezenter Unterschied. Was? Pointless, pointless, pointless. Treasure ahead. Achso, das ist jetzt der Baum, der zurückführt zu dem Leuchtfeuer da oben. Hier ist noch ein versteinerter Kerl, aber der ist diesmal nicht im Weg. Okay. Hier könnten wir eventuell runterspringen, aber dann landen wir nur wieder am Anfang. Können wir auch gleich hier zurückgehen. Aber das Fenster da, auf der rechten Seite. Wie kommen wir da... Bist du da einfach hochgelaufen? Also, er kommt raus, wir kommen nicht rein. Okay. Feuerbombe 3. Das heißt, wir müssen entweder von oben da reinspringen, was ich mir komisch vorstelle, außer wir springen durch das Fenster vielleicht. Oder es gibt einen zweiten Zugang. Ja, weiß ich nicht. Wo war das andere Fenster? Lauf, 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 lauf. Ja, nee, so weit können wir nicht springen, oder? Teste ich mal. Ja, kann nichts passieren. Okay, lauf. Oh, super. Es geht. Okay. Und hier kommt das Kichern her.
Woran bist du gestorben? Was? Okay, hier sind auf jeden Fall versteinerte Viecher drin. Versteinernde Viecher. Und du bist daran gestorben, dass du gegen etwas gekämpft hast und gestorben bist. Okay. Sehr viele versteinernde Viecher. Die Pfützen sind bestimmt nicht schön. Ah, da. Weg. Weg. Oh. Dass die auch tot die Augen noch so offen haben, ist irritierend. Könnt ihr die nicht bitte zumachen? Ich weiß sonst nicht, wer von euch noch lebt. Weg. Hier ist alles kaputt. Ja. Alliierte. Dark Knight Stone. Twilight Titanite. Alles super hier. Was ist das für ein Alliierter? Abgeschlossen. Aber das ist so eine Krüppeltür. Aber ich krieg sie nicht kaputt. Wird einmal gegenzaubern? Nee. Also da waren so viele Holzsplitter ab von der Tür, deswegen dachte ich, man könnte vielleicht irgendwie gegenschlagen, aber entweder ist Talana zu schwach oder es geht doch nicht. Also wir brauchen erstmal von irgendwo einen Schlüssel für hier unten. Locked. Okay, schade. Das merken wir uns aber auf jeden Fall, weil Alliierter klingt gut. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter, da wieder hoch. Und wir müssen jetzt echt dahin, wo wir vorher nicht hinkamen. Das heißt, erstmal benutzen wir dich wieder. Attune Spells. Dich weg. Dafür lieber noch 21 davon. Also ja, die Schrotflinte macht mehr Schaden als der Spruch hier. Aber drei Schrotflinten machen nicht insgesamt so viel Schaden wie 21 mal der schwere Pfeil hier. Und es geht momentan darum, einfach nur langfristig mehr Schaden machen zu können. Also mehr Gegner töten zu können. So, aber jetzt versuche ich erstmal, keinen zu pullen. Kacke. Und waren die schon immer hier versteinert, die Statuen? So, okay, zwei. Wollen wir die zwei töten? Also sie wollen auf jeden Fall uns töten, das ist schon mal klar. Die Frage ist nur, ob ich die Zeit und Ressourcen einsetzen will. Ja, du Kacke. Sie zu töten. Weg, 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 weg. Weil ich könnte sie einfach hier hinlocken und dann weggehen. Genau so. Target raus, Target raus. Lauf. So, auf den stärksten Zauber wechseln. Dich töten. Ja, jetzt drei. Oh. Okay. Da unten geht's lang. Da ist noch mehr Zeug. Hier ist ein Kuschelbaum. Ah, hier kann ich immer im Kreis laufen. Das ist praktisch. Vor allem, weil die Jungs da anscheinend ein Problem haben mit Kreisläufen. Ha! Eingetroffen. Nein, Pfosten. Oh oh. Können die nicht da irgendwie runterfallen? Oh, warte mal. Ich kann versuchen, die runterzulocken. So. Nee, oh, 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 oh. Das, aha, nicht gut. Ja, ja, ja. Und versteinerte Viecher und überhaupt. Lass mich durch. Die Sapsche macht anscheinend keinen Schaden. Wow, okay. Weg, 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 weg. Lauf.
Lauf, 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 lauf. So. Kommt da was raus? Ja, da hinten. Nicht jetzt anfangen zu blocken, du doofer Tigger. So, bitte runterfallen. Hä? Ja, blocken. Du blockst gerade nicht, das ist gut. Du bist weg. Na also, wo ist der andere? Da, blockst du gerade? Nein. Doch, tust du. Der fällt nicht mal runter, wenn ich ihn anschieße dabei. Okay, ich lass dich da, wo du bist. Geh zurück nach hier. Spring nicht da runter, weil da sind nur die versteinerten Viecher und was weiß ich. Und geh zurück dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Nämlich hierhin. Oh, ist angeschlagen. Das ist eine sehr komische Ecke hier, wo man zickzack laufen muss, um dem Kelloggs-Löwen auszuweichen. Das sollen doch Löwenmenschen sein, oder? So, weg. Weg. Endlich. Okay. Scheint jetzt hier oben etwas Ruhe zu haben. Life Gem. Da unten sind Viecher, die lasse ich mal da unten sein. Hier oben sind wir schon einmal rumgelaufen, da war nichts. Da ist noch so ein Löwenmann. Ja, auch. Trink schnell. Roll schneller. So, du bist alle. Oh. Okay, ich sollte nicht zu seiner Rechten rumrollen. Da trifft er uns auch. Trink. Oh, lauf. Und ich bin zu nah an einer... Ach, zu denen da. Weg, 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 weg. Großer Seelenpfeil. Na komm, hau. Was ist daneben? Ah, aus, die Maus. Einer noch, noch einer. So. Darf ich mich jetzt bitte 5 Meter bewegen, ohne irgendwas stundenlang töten zu müssen? Das wäre sehr entgegenkommend. Hier ist noch ein versteinerter Kauz. Also man braucht anscheinend sehr viele von diesen Endsteinerungsdingern. Was aber Hoffnung auffallen lässt, dass es auch mehrere davon gibt hier in der Gegend. Oh, 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 oh. Ist hier eine Abkürzung? Nein. Aber hier war irgendwo so ein Fass. Sieht komisch aus. Ich wollte gerade sagen, das sieht komisch aus. Was haben wir nicht hier? Oh, wir sind hier. Hallo, alter Mann. also wir sind jetzt hier oben bei dem Gang, wo die ganzen Versteinerungsviecher sind, wo der Alliierte hinten sein sollte. Dann haben wir jetzt einen alten Mann in einem Rollstuhl. Wir haben einen komischen Tempel, der mir bekannt vorkommt. Und die Kiste. Homing Soul Mass. Das klingt gut. Das klingt nach Magierzauber. Ja, Homing Soul Mass. Braucht 24 Int. Mehrere Soul Masses, also Ansammlung an Seelen, erscheinen über dem Kopf und wählen dann ein Ziel aus. Hm. Okay, das probieren wir nachher mal aus. Und du? Ah, look how far this undead has wandered. And a very fit undead you are. Creepy alte Männer. A bit too alive, but with a darkish shadow. Yet still unprepared.
for deeper dark. And like every undead, you have no future. Oh my, don't mind me. I'm just talking amongst myself. But if you find a need for a truer dark, then meet again. We shall. The dark is still nascent within you. May the dark shine your way. The dark. Okay, also er will auf jeden Fall, dass wir böse werden. Und wenn wir böse genug sind, treffen wir ihn eventuell wieder. Heißt das, ich soll dich töten? Nein, ich versuch's nicht. Aber das ist immer so ein komisches Argument bei dieser Art von Böse. Ja. Was jetzt? Wir haben immer noch keinen Schlüssel für den Alliierten. Wir kommen hier allerdings auch nicht so einfach wieder raus. Hüps. Rawstone. Oh. Weg, weg. Achso, hier fällt man runter, wenn man von den Löwen oben kommt. Hier, der Schwönke, hier gerade eine Taube gehört. Oh. Weg, weg. Haben wir jetzt zufällig irgendwie einen Schlüssel? Nein. Okay, also wir müssen zurück zu Loot. Dark Knight Stone. Wir müssen zurück zum An... Das war die Suppe wahrscheinlich. Wir müssen jetzt zurück zum Anfangsleuchtfeuer. Und dann müssen wir nochmal oben rum. Und dann nicht in die Löcher hier reinspringen, sondern gucken, wo es dann noch weitergeht. Da war nämlich noch eine Ruine. Eine etwas größere. Da hinten, die da, glaube ich. Und da drin waren wir noch nicht. Da müssen wir uns umgucken. Was zur Hölle? Kommst du her? Könntest du vielleicht dein Schild runternehmen? Hau mich. Die sind vollkommen verbuggt. Allesamt. Also in den Kommentaren meinte jemand, dass das vor kurzem gemacht worden wäre, um Dark Souls 2 einfacher zu machen. Aber das ist wohl ein gewollter Effekt der Entwickler war. Also nicht, dass die da stehen und nichts machen. Aber dass sie öfters mal Pause haben, wo sie sich orientieren oder irgendwas so. Irgendeine Kleinigkeit sollte es eigentlich sein, damit das Spiel ein bisschen einfacher wird, weil zu viele Leute gemeckert haben. Weil zu viele Leute einfach dumm sind. Okay, das ist krass formuliert. Aber ich mag es allgemein nicht, wenn Leute in Foren rumtrollen und deswegen ein Spiel verändert wird. Wenn ein Spiel zu schwer ist, dann muss man sich anpassen. Dann muss das Spiel sich nicht anpassen. Naja, auf jeden Fall wurde angeblich das dann so gemacht, dass das Spiel ein Ticken einfacher werden sollte durch eine kleine Änderung. Und die kleine Änderung ist wohl irgendwie schief gelaufen. Und deswegen haben wir jetzt diese Bugs, wie wir jetzt heute hier mehrfach gesehen haben. Dass sie einfach gar nichts machen oder allgemein sich sehr skurril verhalten. Und das ist halt schade. Das ist nur wegen ein bisschen Tränen im Forum ein Spiel kaputt gemacht wird. Also nicht kaputt, aber halt, ne? Komisch gemacht wird. Egal. Genug geredet. Wir ruhen uns hier erstmal aus. Laden unsere Zaubersprüche auf. Probieren gleich den neuen Zauberspruch aus. Diesen mit diesen schwebenden Kugeln. Und gehen dann zu der Ruine, die ich eben gerade meinte.